Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Ja, wir haben Specky besiegt und ich möchte jetzt gern zum Tor und ich möchte hier gern abhauen. Und wir haben gespeichert und ich habe eine Granate im letzten Part umsonst verbraucht. Ah, deshalb brauchen wir die Motorsäge. Okay. Und ja. Psst, jetzt laut. So, Professor kommt automatisch, dann muss ich ihn holen. Warten Sie! Jawohl. Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ja. Ich hätte mir das Speichern eigentlich sparen können, ne? Ich hätte gleich durchlaufen können. Na gut, Spiel speichern. Fällt mir auch gerade wieder auf. Ja! Gut. Schön. Annehmen. Passt. Und weiter geht's, ne? Nächstes Kapitelchen. Ölpfützen auf dem Boden können mit einem Streichholz angezündet werden. Wie schön. Ein schöner Fernseher. Ja, ganz elegant. Boah. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Toll. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anschein. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Also, wenn man das so sieht, was da so hängt, ist es wahrscheinlich schon. Hast du es vergessen? Na, gute Nacht. Man hört aber schon wieder Musik, ne? Und man hört Zombies. Da oben da drinnen, glaube ich. Bewegt. Oh. Oh, was ist denn das für einer? Au. Boah. Der ist nicht hübsch. Jetzt habe ich schon meine Pistole nicht, wenn ich sie mal brauche. Hallo? Geht ja. Wieso will ich denn immer hauen? Ich weiß ja nicht warum. Keine Ahnung. Ich will die immer hauen. So. Wir nehmen. Was haben wir denn da? Kartenfragment 5. Weil ich wahrscheinlich schon 20 übersehen habe. Ja, das kommt halt vor. Aha. Ja, da ist natürlich wieder. Diesmal war ich zu unvorsichtig. Aber ist ja wurscht. Der eine Typ hat uns eh ziemlich Schaden zugefügt. Also machen wir das nochmal. So. Na los, lad. Ja. Viele schöne Failing-Momente mit der Zocki. Jawohl. So, aber jetzt machen wir es richtig. Boah. Können wir das überspringen? Glaub nicht, ne? Doch, vielleicht. Ah, das Hospiz. Das wissen wir schon, ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort... Kann ich das überspringen? Vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. So. Ich will die Puffen haben, bitte. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Darf ich jetzt meine Pistole haben? Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Oh, das wollte ich gerade nicht aufschießen. Ich wollte eigentlich zusammenschlagen. So. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Doch, doch. Wahrscheinlich schon. So. Da, lila, lila. Nicht so schnell.
Ja, cool. So, den da oben, da schießen wir jetzt noch schnell. Dann holen wir uns die Sachen, was da drinnen sind. Das hat jetzt gut zusammengepasst. So, und abheizen. Und looten. Danke. Und looten. Und looten. Habe ich schon looten gesagt? Wow. So, fertig. Sehr gut. So, jetzt können wir sie aufmachen. Normalerweise. Geht ja. So. Und so. Und so. Schön. So, haben wir es schon. Servus. Ich will nicht schießen, ich will das zusammenschlagen. So. Gut. Das hätten wir. Hier ist sonst nichts. Bah, hoppala. Dann können wir weitergehen, ne? Was war denn das gerade? Gut, da geht's noch nicht weiter. Wahrscheinlich später erst. So. Ja, ja, da sind wieder alles voll mit Zombies, ne? Ist eh klar. Was sonst? Bleibt nur zu hoffen, dass sein Brüderchen überlebt hat, ne? Dass er wenigstens eine verbündete Seele hat. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich schleiche nur. Ist halt auch die Frage, wo man am besten anfangen soll, ne? Zu suchen. Ich denke auch mal, dass ich nach dem Part hier mal ein bisschen Pause mache wieder. Weil der kleine Finger, der tut schon ziemlich weh. Flatterschleich. Ah. Ja. Schön leise. Da haben wir auch wieder was. Was ist hier nur passiert? Hier ist Scheiße passiert. Warum? Oje. Da hat jemand einen Dachschaden. Jawohl. Sehr gut. Das lief gut. Schnell abheizen. Die Axt nehmen wir mit. Sehr gut. Puh. Zwei noch guten Dings zum Speichern finden, ne? Die Musik hatten wir schon mal gehört. Wir müssen los. Was ist denn? Hey, der haut dann Stress. Er sollte ein bisschen leiser sein. Ehrlich gesagt. In welchem Haus war jetzt die Musik? Der Onkel Doktor ist hier. Okay. 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 Na, ich bin nicht angespannt. Das schaut nur so aus. Okay. Okay. Keine Sorge. Was zum Teufel?
Teufel? Ich glaube, ich sollte mir zuerst mal das anschauen, was da abgeht. Alles freilegen. Oh Gott. Das hört sich wieder sehr ungut an. Halt, nein, ich will die Axt lieber. Macht mehr Damage. Oh Gott. Keine Sorge. Aha, das gehört sich so. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Um Gottes Willen. Okay. Au, ich hatte ja eigentlich die Axt, ne? Dreh die um, bitte. Dass es so schnell hin wird, ist aber auch eine Frechheit, die Axt, ne? Dass das so schnell... Halt! Na! Langsam. Also jetzt nehmen wir mal das. Okay. Ah ja, die Nebenwirkung, die habe ich vergessen. Und die Pistole. Geht was? Geht nix. Ist es jetzt bald vorbei? Hallo? Wird wieder wach. Jetzt war's mit ihm. Sehr gut. Na, Speckknödel? Was ist jetzt? Okay. Wie konnte er Valerio sowas antun? Das Hospiz ist mein Zuhause. Ja. Unmöglich. Schön. Oh mein Gott. Kann nicht ruhig sein. Ein Schlüssel. Ach komm. Ja, ich hab schon kapiert. Oh Gott. Ja. Und jetzt? Irgendwo hier so, ne? Nicht so, ne? Und wie mache ich das jetzt? Wie tut er jetzt da? Ist das ekelig. Ich würde sagen, hier ungefähr, ne? Und wie macht er jetzt, dass er das aufschlitzen tut? Mit der Leertaste wahrscheinlich, ne? Na, auch nicht wirklich. Das ist interessant. Wieso macht er das jetzt nicht? Komisch. Ich probiere einfach mal ein paar Knöpfchen. Irgendeine wird schon klappen vielleicht. Oder bin ich einfach an der falschen Stelle? Das könnte auch sein. Vielleicht. Aber der tut... Der tut gar nichts. Ah, hier war was. Da. Ah.
darum immer Einweghandschuhe benutzen. Ich brauche Urlaub. So, wir haben einen Schlüssel. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Halt. Achso, das war nur hier zum Untersuchen, das Bild, ne? Ich wollte eigentlich waffentechnisch meine Pistole wieder. Oh, um Gottes Willen. Wo ist jetzt eigentlich unser Kompagnon? Ah, hier ist er. Geht's dir gut? Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Sind hier Möbelstücke zum Zusammenschlagen? Ich glaube nicht, ne? Schaut nicht so aus, schaut nicht so aus. Was haben wir hier noch? Leslie? Das kam von draußen. Ja. Oh, Scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl, vom Regen in die Traufe, ne? So. Weg mit denen. Schlagen. Schießen geht auch. So. Und abheizen. Ich glaube, das war jetzt gerade gut, dass wir die gerettet haben. Da wollte sie gerade verheizen. Ich hoffe, dass das gut war. Wo ist denn hin? Furt. Einfach weg. Nicht einmal danke, verstehst? Naja. Hab's auch gerettet. Okay. Das war jetzt ganz spontan, dass ich das so gemacht habe. Ich hoffe, das war richtig. Was bringt es eigentlich, das abzuheizen? Ich probier's einmal. Vielleicht finden wir da auch was an. Tatsächlich. Oh je. Also treten kann man's. Und warum? Für nix. Ich wollte es nur mal probieren. Gut. Ich sollte vielleicht nicht so herumlaufen. Zwecks Bärenfallen und so, ne? Aber naja. Das ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Und ich denke immer, da ist was versteckt. Aber da ist, glaube ich, nichts, ne? Vielleicht sollte man die Flasche mitnehmen. Und vielleicht soll ich wieder ein bisschen schleichen. Ah, warte. Wenn die Musik ist, heißt das, dass hier drinnen irgendwo was zum Speichern sein muss. Police. Ah. Tagebuch von Sebastian Castellanos. So, Februar 2005. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Und ich kann natürlich das Mausrad wieder zum Scrollen nicht benutzen. Es ist so gemein. Warum funktioniert das eigentlich nicht? Da kann ich nie richtig lesen. Das ist ärgerlich. Da muss ich glatt was zusammenschlagen dafür. So. Auf jeden Fall passt das super mit dem Speichern, weil ich wollte eigentlich hier Aufnahmeschluss machen. Also, ja. Ah, sind wir wieder im Bettchen. Sehr gut. Ich hab's gewusst. Hä? Was gewusst? Die Lampe brauchen wir nicht. Was hat er gewusst? Ein bisschen leicht angeschlagen schon wieder, ne? Einmal Sesam, öffne dich. Das wäre gut, wenn wir Leslie finden würden. Dass wir ihn da in Sicherheit bringen könnten vielleicht. Also durch den Spiegel schupfen hier ist und etwas, so, ne? Das sie gebrauchen könnten. Ja, sehr gut. Was haben wir denn hier? Leertaste.
Vermisster Patient gefunden, Betreuer äußerst besorgt. Der seit vergangenen Dienstag vermisste Psychiatrie-Patient hatte sich in einem Fotostudio versteckt. Arzt Valerio Chimenez, ich hoffe, ich sage das richtig, überzeugt, es war Gottes Wille. Ja. Dann haben wir hier drin wahrscheinlich noch was. Okay, sprinten kann ich, glaube ich, nicht. Zu angeschlagen. Ja, klar. Valerio. Vermisst Dr. Valerio Chimenez. Also der war das. Der Bruder von unserem Kompagnon. Eigentümer des Hospiz in Elk River. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in der Stadt gesehen. Ja, wir haben ihn zuletzt gesehen, als wir ihm den Kopf weggeschossen haben. Hier entlang, bitte. Hä? Seit wann? Ich will doch nur speichern eigentlich. Geht noch nicht. Ah, müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Was kommt jetzt? Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Ich muss mal kurz umschauen. Vielleicht gibt es hier was zum Zusammenschlagen, beziehungsweise wieder so ein Getränk. Ah. Geht nicht. Geht alles nicht. Wo ist denn eigentlich hin, die Gnädigste? Ich habe keine Ahnung. Ich will mich nur mal kurz umschauen. Was? Da war was? Echt? Ah, kommen da die Karten hin? Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt sie was? Ich kann es nicht fertig lesen. Schade, dass man nicht sprinten kann. Ist die Lampe eigentlich besser? Ja, dann sieht man ein bisschen was, ne? Aber so wie es ausschaut, ist da gar nichts. Was ist hier los? Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Warum? Oh, darum. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Oh, cool. Das ist glücksbedingt. Dann probieren wir mal die Tür. Also haben wir nichts mehr, ne, oder was? Du kannst mir deinen Schlüssel geben, Alter. Gib her. Hallo? Gib her deinen Schlüssel. Blöde Kuh. So, passt. Das ist jetzt aber auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dürfen wir jetzt speichern? Wunderbar. Dann werden wir das sofort speichern. Hey, das ist cool. Ich hoffe, das Zeug bleibt auch drinnen, dass man das nachher noch holen kann. Aber cool. Ja, Munitionslager. Kann man immer brauchen. Na gut, ihr Lieben. Dann war's das für heute und für diese Aufnahmesession. Ja, wenigstens haben wir ein Kapitel geschafft, ne? Also das dritte. Das kann ja nur aufwärts gehen. Jo. Also, ich bedanke mich von ganzem Herzen wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine angenehme Arbeitswoche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!